vom Initiativenforum. Und mir fällt in der Diskussion auf, dass wir einerseits, glaube ich, so ein gutes Beispiel dafür bekommen haben, dass in der Koalition so ein frischer Wind für eine andere Wohnungspolitik da ist. In so einem Treffen wie hier klingt es auch sozusagen fast wie ein gemeinsam vorgetragener Chor. Und was ich aber bezweifeln würde, ist, dass es unter Rot-Rot-Grün gelungen ist, die Wohnungsbaugesellschaften, die landeseigenen, umzusteuern. Also das, was sozusagen gelungen ist, kann man sagen, das ist eine Vollbremsung des Privatisierungs- und Ökonomisierungskurses. Und das, was im Moment passiert, ist sozusagen kein Umsteuern, sondern diese großen Tanker werden quasi in die andere Richtung geschoben. Von den Mieterinnen, die viel Druck machen, von der Politik, die Druck macht. Aber das, was wir eigentlich brauchen, ist tatsächlich eine Neuausrichtung, ein proaktives Umkehren und sagen, wir als Wohnungsbaugesellschaften identifizieren uns selbst mit diesen Zielen, mit den Beteiligungszielen, mit den sozialen Versorgungszielen, mit all diesen. Und wir haben jetzt ganz viele Probleme, also die genannt wurden. Ja, das kann Bestimmungen ausgenutzt werden, dass Kooperationsvereinbarungen zur Mitbestimmung und zur sozusagen gegenseitigen Information sozusagen nach Buchstabentext ausgelegt werden. Und wenn da nicht drinsteht, der Mieterrat ist bei Mieterhöhung zu informieren, ja, da steht nur drin, der ist über alles Mögliche zu informieren, dann lässt man das aus und fühlt sich sogar noch auf der richtigen Seite, genau wie mit diesen Mieterhöhungen. Ja, das sind ja keine Mieterhöhungen, sondern das sind aufgehobene Mietverzichte aus der Vergangenheit. Und solange Wohnungsbaugesellschaften mit solchen Tricks arbeiten, sozusagen habe ich einerseits das Gefühl, wenn wir eine neue Kooperationsvereinbarung machen, dann muss die sozusagen wahrscheinlich dreimal so lang sein, weil wirklich jede Eventualität sehr detailliert festgelegt werden muss. Ja? Also sozusagen als Unterstützungshilfe, soziale Wohnraumversorgung, wir erklären euch nochmal, wie dieses Gesetz gemeint ist. Und zwar so. So, das ist der eine Punkt. Ein zweiter Punkt, da hat Matthias Bernd schon darauf hingewiesen, und ich glaube, diesen Mechanismus sollte man in andere Bereiche auch übertragen. Also zum Beispiel dort, wo es um die Verlängerung und eine einheitliche Regelung von Pachtverträgen geht oder von sozusagen Zusammenarbeit mit Mieterräten oder anderen Mieterstrukturen, die möglichst in sozusagen ein bündiges Gesamtkonzept zu bringen sind, dass man nämlich von den Wohnungsbaugesellschaften verlangt, in der Kooperationsvereinbarung, dass sie das und andere Dinge zusammen mit den Mieterinnen und den Bestandsstrukturen erarbeiten müssen. Ja, so wie diese Modernisierungsvereinbarung, die von der Mehrheit der Bewohnerschaft in den betroffenen Häusern zugestimmt werden muss, da muss sich eine Wohnungsbaugesellschaft natürlich darum bemühen, dass sie diese Mehrheit bekommt. Und einen ähnlichen Mechanismus, der, glaube ich, mehr strukturelle Effekte auf wie funktioniert die Denkweise in der Wohnungsbaugesellschaft. Ja, dass die uns nicht als Feinde ansehen, die immer nur noch mehr wollen, sondern eigentlich müssten die doch total froh sein, dass es aktive Mieterinnen gibt, die sich einmischen. Genau, und diese Kopfsache, die müssen wir sozusagen einerseits mit sozusagen dem Knebel absetzen in der Kooperationsvereinbarung und auf der anderen Seite eine Form von Kooperationszwang in der Kooperationsvereinbarung. Und ein dritter Punkt, der sich eher an die Vertreterin des Abgeordnetenhauses richtet, wie sozusagen seht ihr eigentlich sozusagen so ein Hearing? Also das sozusagen rein wörtlich hört ihr jetzt erstmal zu. Ja, also hier wird viel gesprochen und eigentlich müsste man, glaube ich, für dieses Initiativenforum, da kann man dann sagen, wer dazukommen soll und wie das wachsen soll, welche Themen kann man sich alles wünschen, aber eigentlich braucht man irgendwann auch ein Zeichen zu sagen, für uns ist das eine sozusagen extrem oder ziemlich wesentliche Veranstaltung, die in unsere politische Meinungsbildung sozusagen nicht nur mit einbezogen wird, sondern maßgeblich mit, also ja, dass man da sozusagen auch nochmal sagt, zu welchem Stellenwert hat das hier, weil wohnungspolitische Diskussionsrunden haben wir natürlich wirklich viele in der Stadt und diese hier sollte besonders sein, würde ich mir wünschen jedenfalls. Dankeschön.